Audi A6, was ist das eigentlich? Das ist der Passat für Besserverdiener. Das kann man böse sagen, aber er ist viel mehr. Der A6 kommt aus der oberen Mittelklasse. Einer Mittelklasse, die immer luxuriöser ist. Er ist eine Wohlfühloase. Das verspricht Audi. Und wir schauen, was dran ist an diesem Versprechen. Wie sieht er denn aus? Perfekt und doch nicht besonders. Nur nicht anecken, heißt die Devise bei Audi. Der Laie kann die Unterschiede zum Vorgänger oder zum größeren A8 kaum erkennen. Und doch sind sie da. Hier vorne am Grill, am Schwung, der Scheinwerfer erkennt man den neuen und unten an der Unterlippe. Das ist wahre Größe. Dieser Audi ist nicht gemacht für die Stallhaltung. 5 Meter Länge sind ein Wort. Und wie lang das wirklich ist, merkt man erst, wenn man einen Parkplatz sucht. Verwinkelte Altstadtgassen sind nichts für diesen Wagen. Eigener Parkplatz daheim und ein reservierter Platz in der Firma sind standesgemäß. Auch ein Luxuswagen muss sich die Frage gefallen lassen, was passt eigentlich hinein. Da ist der Audi gut für die große Urlaubsreise gerüstet. 2 Erwachsene haben auch Platz auf der Rückbank und der Kofferraum reicht aus für das Gepäck von 4 Personen. Nur wenn Mountainbike oder Kinderwagen dazukommen, sollte es vielleicht doch ein Avant sein, so heißt der Kombi bei Audi. Sparmotor im Edelauto, macht das Sinn? Hier in diesem Audi arbeitet ein 2-Liter Diesel, 170 PS und ein gewaltiges Drehmoment. Ich finde, das macht Sinn, denn dieser Wagen ist alles andere als untermotorisiert und erfreut dabei mit einem sehr geringen Verbrauch. Und wie viel verbraucht er denn so? Audi gibt einen Mini-Verbrauch von 4,9 Litern im Durchschnitt an. Okay, das haben wir nun nicht ganz geschafft, aber in ländlichen Gegenden mit viel Landstraße sollten 6 Liter durchaus möglich sein. Nur in der Stadt mit viel Stop and Go, anfahren, da braucht er dann noch etwas mehr, da will er 8 Liter haben. €55.000 bis €60.000. Da fragt man sich natürlich, wer kann sich so etwas leisten? Ich antworte, eigentlich jeder. Neu sind das Firmenwagen. Sie werden von Geschäftsleuten gefahren und geleast. Als Privatmann sollte man sich nach einem frischen Gebrauchten umsehen. Nach 3 Jahren landet dieser Wagen bei €25.000 und das ist kaum mehr, als ein Golf mit Diesel kostet. Auch wenn man es nicht mehr hören kann. Materialauswahl und Verarbeitung in einem Audi sind mehr als nur gut. Wenn man sich das hier ansieht, das Schichtholz, der Übergang zum Metall, der Kunststoff, das ist nicht nur gut gemacht, das ist absolut perfekt. Es kann jeder gerne in seiner Wohnung herumsuchen, er wird nichts finden, was diesem Level entspricht. Die große Navigation, sie ist absolut perfekt gemacht. Und das Beste, sie wird auch nach 7 Jahren noch genauso aussehen, wie sie einst aus dem Werk gekommen ist. Kostet aber auch 3.500 €. Am Lenkrad kann man die Audi-Philosophie besonders gut erkennen. Auf den ersten Blick sieht es nach gar nichts Besonderem aus und doch ist es perfekt gemacht. Oben ist es rund und läuft dadurch leicht durch die Hand. Und unten ist es angekantet, sodass man auch festen Griff hat, falls man mal wirklich zupacken muss. Womit hat mich dieser A6 überzeugt? Man steigt ein und ist bereits angekommen. Die große Limousine behütet und beschützt ihre Insassen. Einen gemütlicheren Ort findet man eigentlich nur im Urlaub. In diesem Wagen ist spezielles Dämmglas verbaut. Dadurch wird es ganz leise. Und die hektische Welt, sie bleibt einfach draußen.